Du machst halt noch zu viel. Also was wieder warm. Deutsche Bahn übernimmt die Fahrten zum Nordpol. Fazit: Fahren Sie nicht zum Nordpol. Die Rutschgefahr am Nordpol ist durch die Klimaerwärmung ins Unermessliche gestiegen. Fazit: Fahren Sie nicht zum Nordpol. Jährlich sterben über 1000 Touristen durch Eisbärenattacken. Fazit: Fahren Sie nicht zum Nordpol. Viele Frauen betrügen ihre Männer beim Urlaub. Fazit: Fahren Sie nicht zum Nordpol. Was sagen Sie? Die Rutschgefahr am Nordpol ist durch die Klimaerwärmung ins Unermessliche gestiegen. Fazit: Fahren Sie nicht zum Nordpol. Ich verstehe Sie nicht. Das Radio macht so. Jährlich sterben über 1000 Touristen durch Eisbärenattacken. Fazit: Fahren Sie nicht zum Nordpol. Na endlich. Das wurde ja Moment. Was wollten Sie abbestellen? Sagen Sie, warum lassen Sie hier den ganzen Tag das Radio laufen? Das ist Dienst ab Kunden, unsere unverbindliche Reiseempfehlung. Fahren Sie nicht zum Nordpol. Wollte denn schon mal einer eine Reise zum Nordpol bei Ihnen? Nein. Und das ist eben der Erfolg. Ja, Aufnahme, klasse. Na gut, ich kann mich jetzt aber nicht mit Ihnen über Eis unterhalten. Wissen Sie, ich bin hier im Dienst. Sie wollten etwas abbestellen. Naja, später vielleicht. Ich wollte mich bei Ihnen über die Verbindung von Marseille nach Halle erkundigen. Okay, also von Halle nach Marseille. Nein, von Marseille nach Halle. Von Marseille nach Halle? Da müssten Sie doch eigentlich in Marseille fragen. Erstens kann ich kein Französisch und zweitens ist mir das zu umständlich. Da müsste ich doch erst hinfahren. Ich würde also gern von Ihnen die Verbindung von Marseille nach Halle wissen. Okay, also Sie fahren von Halle. Nein, also ja, aber ich fahre nicht. Also mit dem Flugzeug fliegen. Wie kommen Sie denn darauf? Ich frage ja nur. Nein, kein Flugzeug. Das ist gut, denn es geht nämlich gar keins. Also mit der Bahn. Ja, mit der Bahn. Über die Schweiz oder über Italien? Von mir aus über die Türkei. Das geht nicht. Wie, das geht nicht? Eine Bahn fährt doch. Aber Sie wollten doch fliegen. Ich will nicht fliegen. Ich wollte von Ihnen lediglich die Verbindung von Marseille nach Halle. Na, da müssen Sie zu Schiff reisen. Bis Halle? Bis Istanbul. Also gut. Darüber kann ich mir aber keine Auskunft geben, denn ich habe den Fahrplan dieser Linie nicht hier. Dann reden Sie doch nicht ständig von einem Schiff. Also mit der Bahn. Also über die Schweiz. Wieso, ist die Schweiz vielleicht ein Ersatz für die Türkei? Nein, ich dachte nur, Sie wollten. Wollten, wer wollte hier? Ich wollte nichts weiter als die Verbindung von Marseille nach Halle. Sie schlagen die Schweiz vor. Sie mehr wollten also lieber über die Schweiz fahren? Wer? Ich? Ich will doch gar nicht fahren. Ich bekomme Besuch. Na, das hätten Sie gleich sagen müssen. Müssen. Was geht Sie denn das an, ob ich Besuch bekomme? Ja, ich meine ja nur, das ist natürlich etwas anderes. Etwas anderes? Na, nun wären Sie mal nicht frech. Das kann Ihnen doch ganz egal sein, wer auf Ihre Verbindung fährt. Täglich fahren da wahrscheinlich Tausende von Leuten, von denen Sie nie etwas hören, nicht wahr? Da kommt es doch auf einen mehr oder weniger nicht an. Selbstverständlich, Sie haben vollkommen recht. Wie schön zu wissen, dass ich recht habe. Moment, ich wollte von Ihnen doch die Verbindung von Marseille nach Halle. Selbstverständlich. Jetzt sagen Sie schon wieder selbstverständlich. Aber bei Ihnen scheint sich hier gar nichts zu verstehen. Am wenigsten von selbst. Wie ist also jetzt die Verbindung von Marseille nach Halle? Schlecht. Wie bitte? Schlecht. Alle Verbindungen sind heutzutage schlecht. Sie wissen schon, bis auf die persönlichen, zu der Familie und dem Partner. Ja. Können Sie mir jetzt eigentlich die Verbindung sagen? Ja, ich weiß. Sie wollen die Verbindung von Marseille Halle, aber die kann ich Ihnen nicht sagen. Wie, die können Sie mir nicht sagen? Wozu sind Sie denn ein Reisebüro?
Erstens bin ich kein Reisebüro. Ich sitze leider. Ja, das ist ja wohl das Gleiche. Nein, das ist nicht das Gleiche. Wenn Sie in einem D-Zug sitzen, sind Sie noch lange kein D-Zug. Ein toller Vergleich. Also, Sie könnten mir die Verbindung nicht sagen. Ich könnte schon, aber ich kann nicht. Was soll das wieder heißen? Ich kann nicht, weil Sie mir keine Zeit geben, die Verbindung herauszusuchen. Oh, pardon. Oh, pardon. Sie sagen das so, aber meinen das nicht. Wissen Sie, ich arbeite Tag und Nacht, nur um für den Kunden die bestmögliche Reise aus. Ich liebe das. Verlangen Sie doch einfach eine Auskunft über eine Reise von Marseille, Halle und zurück. Gut. Und wenn ich das tue? Dann kann ich Ihnen unsere Gesellschaftsreise mit Aufenthalt in Genua und Nizza bestens empfehlen. Alles inklusive. Halt, halt. Mein Besuch ist doch keine Gesellschaft. Zum Glück. Ach so. Na ja, dann ist das natürlich schwieriger. Dann erkunden Sie sich doch über eine Einzelfahrt mit Rückfahrt, mit Vorschlägen über Hotelarrangements und über Ausflüge. Tun Sie so, als würden Sie gleich das Ticket einlösen wollen. Aber das will ich doch gar nicht. Das macht nichts. Aber ich will doch nur die Verbindung von Marseille nach Halle. Die steht dann ja auf dem Zettel. Aber ich will Sie doch nicht noch mehr überfordern, als Sie es bald sind. Das macht nichts, so bin ich es gewohnt. Okay. Und außerdem wird Ihr Besuch doch auch zurückfahren wollen. Da können Sie gleich für die Hinfahrt hingeschriebene Züge verwenden, wie die von der Rückfahrt für die Hinfahrt. Ja, genau. Sehen? Nein, Sie irren sich trotzdem. Den Zug für die Rückfahrt suche ich schon selber raus. Aber es ist doch auch für Sie viel bequemer, wenn Sie gleich... Moment, jetzt lassen Sie mich mal wieder zu Wort kommen. Der Besuch ist nämlich meine Schwiegermutter. Die wohnt in Marseille und hat sich leider in den Kopf gesetzt, uns in den Ferien zu besuchen. Dass sie ihre Rückfahrt auf dem schnellsten und sichersten Wege antritt, dafür sorge ich schon. Aber die Verbindung für die Herfahrt, verstehen Sie, die kann gar nicht schlecht genug sein. Und da erkundige ich mich lieber im Reisebüro. Es wurde ja aber auch Zeit. Moment bitte. Ich müsste. Es wird lang. Also, Sie fahren von Halle. Nein, ich fahre nicht. Es fehlt ein Satz. Nein. Sie würden lieber über die Schweiz fahren wollen. Ich? Ich fahre doch gar nicht. Ich bekomme Besuch. Das ist natürlich etwas anderes. Wissen Sie, ich rackere mich hier Tag und Nacht. Ich versuche für jeden Kunden die bestmögliche Reise. Ich liebe. Ja, genau. Ja. Sehen Sie? Sie irren sich trotzdem. Aber das ist doch auch für Sie viel bequemer, wenn Sie Ihren Besuch gleich wieder. Du musst mich doch unterbrechen! Ja, ich weiß, ne?